Ich lese: Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und im Kapitel Haut, Haare endet der Abschnitt Schuppenflechte mit einem gelben Kasten. Wie Cremes, Salben etc. wirken, und damit endet der Abschnitt und ich höre für heute auf. Und es geht dann weiter mit Sonnenbrand. Sonnenbrand ist relativ kurz, das sind 2 Seiten. Das ist gut. Der Abschnitt heute war relativ lang. Es ist auch nicht mehr so viel in dem Kapitel, das ist auch schön. So, ich lese vor. Der gelbe Kasten, wie Cremes, nochmal einen Schluck Weinschorle. Wie Cremes, Salben etc. wirken. Sofern die Haut nicht geschädigt ist, dringen die Bestandteile eines äußerlich anzuwendenden Arzneimittels überwiegend in die oberen Hautschichten ein und erreichen den Blutkreislauf nur in geringen Mengen. Deshalb wirken äußerlich anzuwendende Mittel normalerweise nicht im ganzen Körper und haben oft auch weniger unerwünschte Wirkungen im Organismus als Medikamente zum Einnehmen. Nur wenn die Haut entzündet oder verletzt ist, wenn ein Ekzem vorliegt oder die behandelte Hautstelle mit einem luftdurchlässigen Verband abgedichtet wird, können tiefer gelegene Hautschichten und damit Blutgefäße von den Stoffen erreicht werden. Um einen Arzneistoff äußerlich anzuwenden, wird er in eine Grundlage eingearbeitet. Schon diese allein weist eine Wirkung auf, ohne einen arzneilichen Wirkstoff zu enthalten. Also die Grundlage weist schon eine Wirkung auf. So kann zum Beispiel ein Gel kühlen und dadurch Juckreiz lindern, ohne dass ein juckreizstillender Wirkstoff vorhanden sein muss. Ein anderes Beispiel ist Harnstoff. Er kommt in der oberflächlichen Hornschicht vor und trägt dazu bei, den Wasserhaushalt der Haut zu regulieren. Vielen Kosmetika oder Cremes ist eine geringe Menge Harnstoff zugesetzt, um die Feuchtigkeit der Hornschicht zu erhöhen. In höherer Konzentration dient er als Arzneimittel, um eine unerwünschte Verhornung zu vermeiden oder eine Hornschicht abzulösen, wie etwa bei Nagelpilzen. Auch Salicylsäure oder Milchsäure tragen dazu bei, dass die obere Hornschicht der Haut aufgeschlossen wird und die Wirkstoffe tiefer in die Haut eindringen können. Wirkstofffreie Creme- und Salbengrundlagen pflegen die Haut, wenn kein Wirkstoff benötigt wird, wie bei Neurodermitis in der Zeit. Wirkstofffreie Creme- oder Salbengrundlagen pflegen die Haut, wenn kein Wirkstoff benötigt wird, wie bei Neurodermitis in der Zeit, in der keine cortisonhaltigen Arzneimittel angewendet werden. Derartige Mittel werden auch eingesetzt, um trockene Haut zu fetten. Aha. Zu gut Deutsch, weiter cremen und dann ohne Wirkstoff bei Neurodermitis. So. Es geht weiter mit Sonnenbrand. Dann, das sind 2 Seiten. Folgen die Warzen, das sind 3,5 Seiten. Dann geht es um Wunden, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 Seiten und dann ist das Kapitel beendet. Ich bin dann auf der Seite 86 und das Ganze geht bis 96, das ist schaffbar. So, es geht dann weiter mit dem nächsten Kapitel und das lautet Augen, das ist relativ kurz. Schön. Und nach den
Augen kommen die Ohren. Es ist noch kürzer. Ich glaube, Hauthaare waren bis. Ist, kann das. Ist auf jeden Fall relativ lang. Hier gibt es noch hoher Blutdruck. Ist noch auch lang. Ich weiß nicht, welches länger ist. Ja. So, das war's für heute. Mm-hmm.